Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Frasterns Aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und informative Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Viel Neues gibt es vom Seniorenbund Frasterns zu berichten. Wir waren bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Kreuz mit dabei. Neben einem Vortrag über Hörgeräte und einem Ausblick auf kommende Veranstaltungen wurde heuer auch ein neuer Obmann gewählt. Mehr dazu sehen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von Dabei gsi. Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich stand da vor dem Gasthaus Kreuz Frasterns, wo in Kürze die Jahreshauptversammlung vom Seniorenbund Frasterns stattfindet. Einige Tagesordnungspunkte stehen heute auf dem Programm, welche genau erfahren wir gleich. Naja, Luis, Obmann vom Seniorenbund Frasterns, Sie haben heute eure Jahreshauptversammlung. Was ist heute alles geplant? Welche Tagesordnungspunkte gibt es denn heute? Ja, Jahreshauptversammlung haben wir. Und die wichtigsten Punkte sind natürlich, man wird zuerst die Begrüßung machen, für die ihren Gäste mal kommt. Dann wichtig ist der Tätigkeitsbericht vom vergangenen Jahr 2022. Dann kommt wieder Kassenbericht, das ist üblich bei so einer Jahreshauptversammlung. Und wichtig ist dann eben die Neuvorstellungen für das erste Halbjahr. Das tun wir immer in unserem Gremium, in unserem Ausschüssli, dort immer für ein Halbjahr vorausplanen. Da tun wir das zusammenstellen, alle Ausflüge, was wir also haben, wieder für das erste Halbjahr. Ja. Ihr seid ja sehr ein aktiver Verein, das heißt, ihr blickt auf ein veranstaltungsreiches Jahr zurück und haben schon das nächste Halbjahr geplant. Kannst du uns vielleicht ein oder zwei so Highlights erzählen, die im nächsten halben Jahr stattfinden würden? Ja, ganz sicher eines von den größten Highlights wird wieder sein. Wir machen wieder einen viertägigen Ausflug. Das kommt dann aber, wenn man vorstellt, das ganze Programm für das erste Halbjahr. Da haben wir dann im Juni einen viertägigen Ausflug wieder. Und da haben wir letztes Jahr auch ein wunderbares, ist ihr guter Tag gehabt. Und das tun wir hier auch wieder machen. Das organisiert wieder der Tiefenthaler Alfred. Und dann gibt es sicher wieder was von den Highlights für das ganze Jahr. Und ihr habt heute aber auch die Firma Neurot zu Gast, oder? Die wird heute auch ein Teil von der Jahreshauptversammlung sein. Das ist sicher interessant für ältere Leute. Ich mache einen kurzen Vortrag. Ich habe gesagt, sie sollen es ein bisschen kurz machen, ein bisschen reden, weil das sind ja als ältere Leute Senioren. Vielleicht ist der oder der andere dabei, wenn man schon ein bisschen Gehörprobleme hat. Dann tut ihr das ein bisschen erzählen. Und es hat jeder, wer es will, hat die Möglichkeit, mit ihr danach einen Hörtisch zu machen. Das hat sie heute noch machen. Und was natürlich nie zu kurz kommen darf beim Seniorenbund, ist das Gesellige, das dann danach ist. Das haben wir immer ganz ein geselliges Team. Wir tun zum Beispiel jetzt hinten gibt es Kaffee und Kuchen. Da haben wir ein paar Frauen so stehen, das kann ein Ehepaar daher mit Kuchen. Die tun uns Kuchen machen. Und der Kaffee sponsiert dann, der Seniorenbund sponsert den Kaffee dazu. Und wer dann noch länger hocken will, das ist sicher bei uns auch möglich. Der oder der andere hätte nach der Neuwahl vielleicht eine Freude oder eine Gaudi. Und trinkt man dann sicher vielleicht ein Bierchen miteinander. Und das ist ganz wichtig, weil das erste Gesellige kommt bei uns nicht zu kurz. Wir haben den Euro wieder im März wieder eine Preisjasse. Da kommt wieder Alpes Aroja hinter Elbbille. Das kommt auch alle richtig gut an. Und so haben wir immer Highlights all Jahr. Bei mir ist jetzt die Frau Happe von der Firma Neurot. Sie sind heute Gast bei der Jahreshauptversammlung vom Seniorenbund. Was wird Ihr Referat enthalten? Über was informieren Sie die Damen und Herren heute? Also heute geht es hier um die Hörstärke. Es geht um besseres Hören, besseres Verstehen und somit auch um ein Stück Lebensqualität. Und neben dem Referat gibt es ja noch was anderes. Sie haben da ein Gerät mitgebracht, wo man sofort hier vor Ort einen Hörtest machen kann.
Auf alle Fälle. Bei dem Referat gehen wir darauf ein, was passiert, wenn die Hörstärke nicht mehr so gegeben ist und wenn das Gehör einfach nachlässt, wie das funktioniert, wie sich's auswirkt, was man tun kann. Und heute können die Mitglieder vom Seniorenbund eben auch bei einem Schnellhörtest gern mal ihr Gehör überprüfen, um zu sehen, wie es der Stand der Dinge ist. Und wenn jetzt jemand das Interview sieht, also es gibt natürlich nicht nur heute da in Frastanz anlässlich der Jahreshauptversammlung die Möglichkeit, wo kann man denn angehen, wenn man sein Gehör testen möchte? Man kann natürlich neben dem HNO-Arzt logischerweise eben immer gern zur Firma Neuroth nach Feldkirch kommen. Wir sind eben mit einem Fachinstitut am Marktplatz eben vor Ort. Bei meinen Kollegen kann man kostenlos in der Hörkabine einen ausführlichen Hörtest machen und zusätzlich auch das Sprachverstehen testen. Sind alle immer herzlich willkommen, auch wenn man das Gefühl hat, es ist noch nicht so tragisch, aber man soll es überprüfen. Denn wichtig ist, dass man auf das Gehör achtet und das Ganze nicht zu lange mit diesen Hörlücken lässt. Unabhängig davon, egal was dann so ein Test, ein Hörtest, ein Sprachtest eben ergibt und auch wenn der HNO-Arzt und die Hörakustiker immer sagen, jetzt wäre es soweit, im Endeffekt ist es immer eure Entscheidung, bin ich schon soweit? Oder möchte ich das noch nicht? Denn wenn man gezwungen wird zu irgendwas, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Der Louis hat über 14 Jahre die Geschicke vom Seniorenbund Ortsgruppe Frastanz geleitet. Ich finde, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Der neue Louis hat man gesehen, dass er nicht mehr zur Verfügung steht für diese Funktion, dass er weiterhin im Ausschuss mitschaffen wird. Und somit wäre es notwendig, einen neuen Obmann, respektive eine neue Obfrau zu wählen. Und somit würde der Wahlvorschlag für den Obmann lauten: Altbürgermeister, Edelpensionist, Medit, eines Reckhunter, Minister, Eugen Gabriel, wer den Wahlvorschlag für den Obmann und wer für diesen Wahlvorschlag ist, bitte um ein Handzeichen. Ich darf dich natürlich auch offiziell fragen, ob du die Wahl auch annimmst. Ja, ich nehme die Wahl an. Das darf ich das Mikrofon schon mögen übergehen. Der ist sehr ledige Wand. Wir wissen, dass es Leute braucht, die einen Verein führen. Und er hat sich also sehr bemüht. Wir haben auch ein vielfältiges Programm unter seiner Führung hergebracht. Und er ist vorgeschlagen zum goldenen Ehrenzeichen. Eine wichtige Mitteilung in eigener Sache. Die Abschaltung der analogen Radioprogramme im Kabelnetz der E-Werke Frastanz mit Februar 2023 steht bevor. Wer zum Beispiel seine HiFi-Anlage an das Kabel der E-Werke Frastanz angeschlossen hat und darüber Radio empfängt, sollte seine Anlage jetzt umrüsten. Der EP-Elektrofachmarkt der E-Werke Frastanz berät sich gern über die Möglichkeiten zum digitalen Radioempfang. Alle Infos zur Abschaltung der analogen Radiosender finden Sie auch auf www.ewerke.at. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Am Freitag, dem 10. und am Samstag, dem 11. Februar, wird wieder zum beliebten Riebezunftball in den Adalbert-Weltesaal eingeladen. Wer sich den traditionellen Ball der närrischen Riebelzunft Frastanz nicht entgehen lassen will,
sollte sich baldmöglichst Karten sichern. Diese können über die Riebel-Mitglieder bezogen werden. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die beliebte Senioren-Faschingsfeier der Marktgemeinde Frastanz findet heuer am Donnerstag, dem 16. Februar von 14 bis 18 Uhr statt. Weitere Infos folgen. Mehr auf www.frastanz.at. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz Aktuell. Angesichts von Inflation, Teuerung und steigenden Zinsen war die Herausforderung, ein Budget für die Marktgemeinde zu erstellen, lange nicht mehr so hoch. Dennoch lässt sich Frastanz nicht davon abhalten, wichtige Zukunftsprojekte zielstrebig zu realisieren. Wir haben mit Bürgermeister Walter Gohm über das Budget für 2023, die aktuelle Situation und die wichtigsten Projekte ein ausführliches Gespräch geführt. Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, schön, dass Sie da wieder eingeschaltet haben. Ich bin heute mit dem Finanzreferenten der Marktgemeinde Frastanz, Bürgermeister Walter Gohm, im Saminenpark. Wir dürfen heute ein bisschen über das Budget 2023, wo bereits beschlossen worden ist, reden. Danke, Walter, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses kurze Budgetgespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung, Matthias. Und ja, freue mich schon, dass wir den Voranschlag 23, den wir einstimmig beschlossen haben, vielleicht noch als Ergänzung zu Ihrer Einleitung, dass wir über den heute reden dürfen. Ich möchte mit einem Zitat von dir anfangen, wo kürzlich in einer Presseaussendung drin war, wo in etwa so gelautet hat, dass es noch nie so schwierig war, ein Budget zu erstellen. Ja, es ist richtig, es ist eine Riesenherausforderung, aktuell einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt für die Marktgemeinde Frastanz zu erstellen. Das ist früher wieder ganz besonders schwierig gewesen. Natürlich ist die öffentliche Verwaltung genauso von den Kostensteigerungen, von der hohen Inflation betroffen, so wie es natürlich alle Bewohnerinnen und Bewohner von der Marktgemeinde Frastanz so sind. Und es ist natürlich eine ganz spannende Zeit, die wir momentan vor uns haben. Und es ist sehr, sehr schwer abschätzbar, wie sich das im heurigen Jahr entwickeln wird. Stichwort steigende Energiekosten, die bereits angekündigt sind. Und das ist natürlich für uns auch mit sehr großen Herausforderungen verbunden. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich im Marktgemeindeamt mit der Verantwortlichen auch zusammengeguckt ist und einfach versucht hat, gemeinsam zu eruieren, wo gibt es Einsparpotenzial, oder? In der Erstellung des Voranschlags ist das ein ständiger Prozess mit den Abteilungsleitern und dort natürlich im Wesentlichen mit dem Robert Hartmann, mit dem Leiter vom Bauamt. Mhm. Das ist ein ständiger Austausch, der da stattfindet. Es gibt natürlich auf der einen Seite Wünsche der Bevölkerung, die man versucht irgendwo im Voranschlag den auch wieder abzubilden. Es gibt notwendige Investitionen, ob das Instandhaltungsarbeiten sind, ob das Projekte im Straßenbau sind, ob das im Kanal- und Wasserbau Projekte sind. Das ist die eine Seite und es gibt natürlich auch Wünsche. Es gibt vorsorgliche Wartungen, die durchgeführt werden müssen und da gilt es immer abzuwägen. Was müssen wir tatsächlich im kommenden Jahr, also sprich im Jahr 2023, machen und was können wir vielleicht noch verschieben oder macht es auch Sinn, gewisse Bauprojekte nicht in einem Jahr umzusetzen, sondern vielleicht über einen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren umzusetzen bzw. zu realisieren. Und ich darf mich dort auch an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Das ist natürlich, wie ich schon ausgeführt habe, der Bauernsleiter, aber auch der Christian Neier als zuständiger
aus der Verwaltung als Amtsleiter, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen oder Gebäudeverwaltung oder auch der Bauhof, die sind sehr verständnisvoll mit der Situation immer umgegangen und ganz auch nach wie vor um. Und möchte vielleicht auch noch das eine aufnehmen, was du gesehen hast. Natürlich ein ständiger Prozess, immer wieder abzustimmen, was kann man, wie ich vorher schon ausgeführt habe, verschieben, beziehungsweise was ist eben dringend notwendig, was wir unbedingt machen müssen. Mhm. Aber es braucht auch das Verständnis der Mitarbeiter. Das muss man noch dazu sagen und das möchte ich schon an dieser Stelle zum Ausdruck bringen. Ich bin sehr froh, dass wir in der Marktgemeinde Frastand sehr gute, verantwortungsvolle und verantwortungsbewusste Mitarbeiter haben, die dort auch die Verantwortung wahrnehmen und die auch selber mit Vorschlägen kommen und sagen, da könnte man vielleicht das eine oder andere uns auch noch hinsparen. Und das, da bin ich also wirklich sehr, sehr dankbar, dass das Verständnis so vorhanden ist in allen Bereichen der Marktgemeinde Frastands. Mhm. Wenn wir jetzt den Anschlag für 2023 einmal anschauen, was sind so die größten Positionen, die größten Investitionen in dem Jahr, die so geplant sind? Ich glaube mal grundsätzlich, man sollte nicht den Fehler machen, dass man sich zurücklehnt und sagt, wir investieren jetzt nichts mehr und wir versuchen nicht, die Gemeinde weiterhin positiv zu entwickeln. Das ist einmal schon auch der klare Auftrag, wo ich sehr gern wahrnehme, wo aber auch die anderen Fraktionen auch so sehen, die in der Gemeindevertretung ebenfalls die Verantwortung mittragen für diesen Voranschlag, dass wir da trotzdem ein Investitionsprogramm von rund 5 Millionen Euro für das Jahr 2023 ohne den Grundgeschäften Beschlüsse haben können, einstimmig Beschlüsse haben können. Und es gibt dringend notwendige Investitionen in der Erweiterung vom Sportplatz bzw. den Sportplätzen in der Unterau mit dem gleichzeitigen Rückbau des Kunststraßenplatzes, sodass man also wirklich dann ein 100% Naturbad oder dementsprechend auch eine Freizeiteinrichtung haben, wo kein Kunststraßenplatz hat. Das ist sicherlich ein wesentlicher Teil der Investition. Ein weiterer wesentlicher Teil der Investitionen ist natürlich, oder nicht natürlich, aber es hängt dort mit zusammen. Das ist die dringend notwendige Sanierung der Freizeit- und Sportanlage Unterau, sprich des Schwimmbades, gemeinsam mit den anderen Regio-Gemeinden. Ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken, dass auch die Regio-Gemeinden, und das sind Nerbert Frastads noch 30er Gemeinden, die auch monetär einen Beitrag leisten, dass das Naturbad in Unterau saniert werden kann. Da gibt es jetzt ein Projekt, das soll über 3 Jahre erfolgen. Und da ist nicht nur das Gebäude für den Schwimmbadbetrieb, sondern da ist dann auch in der letzten Ausbaustufe die Gastronomie vorgesehen zu erneuern. Das sind sicherlich 2 große Projekte im Bereich Freizeit- und Sportanlage Unterau. Natürlich das sehr große Projekt, das sich auch jetzt schon im Voranschlag 2023 darstellen lässt oder dargestellt werden muss und noch dargestellt ist, das ist das Bildungszentrum in Fellengatter. Das sind Planungsleistungen. Das ist mit 900.000 Euro budgetiert für das Jahr 2023. Das sind Architekturleistungen, das sind aber auch die Leistungen der Fachplaner inkludiert. Und das sind natürlich schon sehr, sehr große Positionen. Und ich möchte da in Erinnerung rufen, wir haben mit dem Bildungszentrum in Hofen ein sehr großes Hochbauprojekt zum Abschluss bringen können während der Pandemie in den letzten Jahren. Aber wir sind natürlich auch in der Situation, dass wir auch für Fellengatter ein entsprechendes Angebot machen möchten und müssen. Also es wird ein Bildungszentrum geben, das ebenfalls über eine Kinderbetreuungseinrichtung, Kindergartengruppe und eine Volksschule verfügt, mit Räumlichkeiten auch für externe Nutzer, also so, dass die Vereine auch die Möglichkeit haben, gewisse Teile dieses Bildungszentrums Fellengatter zu nutzen. Und das sind natürlich auch Investitionen, die nachhaltig sie werden, das Generationenprojekte sind, die aber auch den Haushalt, den finanziellen Haushalt der Marktgemeinde Frastand so die nächsten Jahre sicherlich sehr, sehr stark strapazieren werden. Du hast vorher erwähnt, Walter, also diese 5 Millionen, die jetzt veranschlagt sind für 2023, enthalten keine Grundgeschäfte. Wie ist das zum Verstehen? Ja, wie hinlänglich bekannt ist, hat die Marktgemeinde Frastands am
oder die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Frastenz in der Sitzung am 1. Dezember eigentlich zwei strategisch bedeutende Grundgeschäfte abschließen können. Mhm. Das ist auf der einen Seite das Gasthof Krütz, wo wir von der Familie Dorn oder von der Marianne Dorn käuflich erwerben haben können. Eine strategische Fläche ist eine Fläche für die Zukunft, für die Zentrumsentwicklung der Marktgemeinde Frastenz von ganz besonderer Bedeutung. Ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich bei der Marianne Dorn bedanken, die nicht nur denjenigen gesucht hat, der am meisten bietet, sondern sie hat auch, glaube ich, ganz, ganz stark auf Verantwortung auch wahrgenommen und auch tatsächlich auch gelebt, dass sie gesehen hat, nein, es ist ihr einfach auch wichtig, dass die Marktgemeinde da den Zuschlag kriegt, dass die Marktgemeinde das kaufen kann, um das Zentrum zu entwickeln. Das ist die eine Seite im gleichen Zusammenhang, dass die Dorn auch einen Pachtvertrag mit der Marktgemeinde Frastenz abgeschlossen hat. Somit meines Erachtens auch ein Stück soziale Nahversorgung in der Marktgemeinde Frastenz, durch das sichergestellt ist, auf der einen Seite, aber natürlich das Krütz als beliebter Treffpunkt für Frastanzerinnen und Frastanzer, für viele Vereine, aber auch für Besucher, die aus auswärts kommen, natürlich ganz, ganz wichtig ist. Die zweite Geschichte, was ebenfalls mit den Grundgeschäften zusammenhängt, und das ist ebenfalls einstimmig beschlossen worden in der Gemeindevertretung, wir haben die Möglichkeit gehabt, eine Verlassenschaft, wo es keine Erben in Frastenz bzw. Vorarlberg gegeben hat, in diese Verlassenschaft einzusteigen. Das sind mehrere Grundstücke beinhaltet. Das sind auf der einen Seite landwirtschaftliche Flächen, das sind auf der anderen Seite strategische Entwicklungsflächen für die Entwicklung der Gemeinde Frastenz, so als Wohnflächen und auf der anderen Seite auch bestehende Baugründe. Und da haben wir jetzt natürlich auch die Aufgabe, dementsprechend mit den politisch Verantwortlichen noch abzustimmen, wie gehen wir mit diesen Grundstücken zukünftig weiter um. Mir persönlich ist es auch ein Anliegen, dass die Landwirte auch zukünftig Flächen haben. Zu mir hat ein Frastenzer Landwirt einmal gesagt, es wird so viel mittlerweile zubetoniert und so viel wird gebaut, dass wir Bauern nur noch auf der Gurtenspitze oben mähen sollten. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen bildlich dargestellt, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist und dass es einfach auch unseren ländlichen Raum und unsere Gemeinde einfach auch geprägt hat in den vergangenen Jahrzehnten, dass wir auch Landwirte haben, Landwirte, die nicht nur Felder bewirtschaften, sondern die auch einen ganzen, ganzen wesentlichen Beitrag für den Erhalt für unsere Natur und für unsere Umwelt verantwortlich sind und da einen großer, großer Beitrag leisten. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass die Gemeinde auch Verantwortung übernimmt, dass wir auch die Möglichkeiten prüfen, wie wir sowas stemmen können. Und da rede ich wirklich von Stemmen, weil das sind natürlich Sachen, die passieren nicht jedes Jahr, die passieren vielleicht alle paar hundert Jahre mal. Und das sind, glaube ich, für zukünftige Generationen schon ganz bedeutende Schritte, die wir da gemacht haben, einfach um Frastenz positiv weiterentwickeln zu können. Man muss die Chance halt nützen, wenn sie da ist, oder? Ja, es ist auf der einen Seite definitiv eine sehr große Chance, aber es ist auch eine sehr große Herausforderung. Also das darf man nicht unterschätzen. Richtig ist, solche Chancen gibt es nicht allzu oft. Und ich möchte, und das habe ich vorher schon ganz kurz erwähnt, ich darf mich dort schon bei den anderen Fraktionen in der Marktgemeinde Frastenz für das um mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken, weil das ist nicht selbstverständlich, und das weiß ich auch zum Schätzen, dass da alle wirklich an einem Strang ziehen. Es geht nicht um eine Parteipolitik, sondern es geht darum, Sachpolitik zu machen. Es geht darum, gemeinsam Frastenz weiter zu entwickeln. Und da bin ich sehr froh, dass wir da ein sehr gutes Klima haben, ein gutes Kommunikationsklima, einen guten Austausch untereinander pflegen und wirklich die Sache in den Vordergrund stellen. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch auszeichnet und wo ich auch glaube, und ich habe es mir erlaubt, beim Neujahrsempfang auch anzumerken, auch vielleicht für andere eine gewisse Vorbildfunktion haben kann. Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir über Herausforderungen und finanzielle Belastungen für die Marktgemeinde geredet. Aber Frastenz hat sich auch als Wirtschaftsstandort in den letzten Jahren eigentlich sehr positiv oder gut entwickelt.
Firmen kann gern gefrastet. Ja, Firmen kann Gott sei Dank gern gefrastet, das muss ich dazu sagen. Freut mich auch, dass wir neue Ansiedelungen in dieser Zeit machen haben können. Ich darf als Beispiel an die Firmen Seckenschutz Nesensohn erinnern, die mit rund 30 Arbeitsplätzen auf Rastetz gekommen ist in Zeiten der Pandemie und da ein tolles neues Betriebsgebäude errichtet hat. Das ist die eine Seite, aber auch und im Speziellen auch die bestehenden Betriebe haben einen ganz wesentlichen Beitrag zur finanziellen Situation oder vielleicht zur finanziell besseren Situation der Marktgemeinde Frastens beiträgen können. Es sind dieses Kurzarbeitsangebot, was es damals gegeben hat, während der Pandemie, das haben die Firmen Gott sei Dank nicht in Anspruch nehmen müssen. Somit ist auch das Kommunalsteueraufkommen von der Marktgemeinde Frastens doch auf einem sehr hohen Niveau geblieben, beziehungsweise hat gesteigert werden können. Das ist die eine Seite. Da sehen wir schon, dass auch die Vielfalt, für die wir im Frastand stand, auch bei den Firmen eine ganz große ist. Das heißt, wir haben sehr viele Branchen, sind sehr viele Branchen in der Marktgemeinde vertreten. Wir haben rund 150 Betriebe im Frastand. Und die Vielfalt hat uns da einfach auch einen gewissen Vorteil mit sich gebracht, oder hat einen gewissen Vorteil mit sich gebracht. Die Unternehmen sind nicht alle fokussiert auf eine Branche, also nicht nur Tourismus oder nicht nur Industrie, sondern wir haben einen sehr guten und breiten Branchenmix und die Wirtschaft ist sehr, sehr gut gelaufen, auch in Zeiten der Pandemie. Und das hat natürlich auch gewisse Steuereinnahmen für die Marktgemeinde Frastens bedeutet. Das heißt, unterm Strich, es blieben herausfordernde Zeiten, aber man hat das Budget natürlich weitsichtig geplant und wir schauen in eine positive Zukunft. Ist auch immer grundsätzlich in eine positive Zukunft. Ich bin ein Mensch, der eine positive Grundeinstellung hat und ich glaube, man muss sich natürlich mit sehr viel Verantwortung, aber auch mit dem notwendigen Weitblick solchen Aufgaben auch stellen. Es ist bei allen Widrigkeiten, die es momentan gibt und bei allen Herausforderungen, die Zeit momentan mit sich bringt, habe ich auch beim Neujahrsempfang erwähnen dürfen, es ist unsere Zeit, das heißt, die Zeit, die haben wir jetzt. Wir müssen schauen, dass wir aus dieser Zeit, die wir haben und in der Zeit, wo wir sind, das Beste aus der Situation machen. Wir können die Situation nicht großartig ändern, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir für die Zukunft und in die Zukunft einfach gewisse Projekte auf Schiene bringen, dass wir uns da nicht nur den Kopf oder dass wir da nicht nur den Kopf in den Sand stecken und alles schlecht reden. Ich glaube, dass wir nach wie vor in einer sehr glücklichen Situation sind. Wir sind privilegiert, wir leben in einer intakten Umwelt, wir haben beste Chancen, wir haben beste Möglichkeiten, etwas zum Gestalten, etwas zum Entwickeln. Und ich glaube, wir sollten diese Chancen sehen. Wir sollten die Chancen aber nicht nur sehen, sondern wir sollten nur schauen, dass wir es umsetzen können und das Beste aus der herausfordernden Zeit einfach auch machen. Ja, das sehe ich auch so. Also die Zeiten sind herausfordernd, aber es ist zum Schaffen mit einer positiven Einstellung und mit Verstand an die Sache angehen. Und ich glaube, das ist euch beim Budget allen gemeinsam gelungen. Und jetzt geht es an die Umsetzung und wir hoffen, dass euch das gut gelingt. Ich bin überzeugt davon. Ja, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, da das Zahlenmaterial in komprimierter Form einmal ein bisschen vorstellen zu können und auch die Pläne, die wir haben für die Zukunft. Es ist so wichtig und mir im Speziellen, dass alle Frastanzerinnen und Frastanzer auch informiert werden. Und dann nehmen wir natürlich die Gelegenheit auch gerne wahr, beim Drei-Schwestern-Kanal oder mit dem Drei-Schwestern-Kanal Frastanzerinnen und Frastanzer exklusiv zu informieren. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, Walter. Danke, Matthias.
Für heute sind wir am Ende von Frastans Aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gern per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald!